Hört ihr den Wind? Hört ihr das Gewitter nahen? Ein perfekter Moment, jetzt Gewitternacht zu hören. Ein Retro-Hörspiel bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans und Menschen, die keine Angst vor Gewitter haben. Entschuldigen Sie, aber es war ein solcher Verkehr in Saint-Jean, dass ich schon glaubte, ich käme nicht durch. Läuft es besser? Nein. Und der andere, wo ist der abgeblieben? Er holt sich einen Kaffee. Als er gegangen ist, habe ich ihn gebeten, mir auch einen mitzubringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er es mitgekriegt hat. Er ist ein bisschen wie Sie, Ihr Kollege. Er hört nur, was ihm in den Kram passt. Oh nein, da sind Sie wirklich ungerecht, Maitre. Ich höre nicht nur auf das, was Sie sagen, ich notiere auch alles. Nun, auf jeden Fall hoffe ich, dass das alles bald zu den Akten gelegt werden kann. Nanu, was denn das? Sie hören Hör mal zu YouTube. Na, sagen Sie mal, ist ja ein ziemlich gut aussehender Mann, Ihr Chef. Manche behaupten, dass er eine Perücke trägt. Stimmt das? Ich wirke vielleicht etwas verbittert, aber in diesem Jahr habe ich keine Einladung erhalten. Ist wohl in der Post verloren gegangen. Tut es Ihnen leid? Ja, weil mir diese kleinen Feste irgendwie sympathisch sind. Die Küsse unterm Mistelzweig, die neuesten belgischen Witze. Die Damen haben Gelegenheit, ihren Schmuck zur Schau zu tragen, mit ihren Liebhabern zu tanzen, sie ihren Ehemännern vorzustellen. Sind Sie verheiratet, Inspektor? Ja, ich bin's gewesen. Dreimal. Ich muss wohl ein ziemliches Ekel sein. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz, Maitre. Ich weiß übrigens gar nicht, warum man Sie ausgerechnet an einem Silvesterabend herbemüht hat. Wir wollten schließlich nur ein paar Einzelheiten klären. Vor allem diese Hundegeschichte. Madame Martineau wartet nicht auf Sie? Nein, nein. Meine Frau wartet nicht auf mich. Mme Belmont. Möchtest du? Und der Kaffee für Monsieur Martineau? Na ja, das ist er. Wenn es der Kaffee für Monsieur Martineau ist, dann ist es der Kaffee für Monsieur Martineau. Vielleicht nehme ich doch lieber keinen. Ich bin schon so nervös genug. Trotzdem vielen Dank. Danke. Wir wollten gerade von diesem Hund reden, Monsieur Martineau und ich. Ah ja. Moment mal, was denn für ein Hund? Ich habe das Gefühl, wir nähern uns schon dem Gipfel. Naja, ich muss schon sagen, dass mir diese Hundegeschichte da... Na, jedenfalls sollte ich erst mal lesen, was da steht. Hm? Also... Ah ja. Am Abend des 3. sind Sie spazieren gegangen mit dem Hund Ihrer Nachbarn, dem des Ehepaars Brunet. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. So wie ich das jeden Abend tue. Ich liebe Hunde. Sagen Sie, wenn Sie Hunde lieben, warum haben Sie dann nicht selbst einen? Weil meine Frau sich nichts aus Hunden macht. Sie mag lieber Katzen. Haben Sie eine Katze? Nein, die machen zu viel Dreck. Meine Frau hätte gerne eine Katze, die keinen Dreck macht. Eine Katze macht weniger Dreck als ein Hund. Am meisten Dreck machen Kanarienvögel. Meine Frau wollte auch keinen Kanarienvogel, aber da habe ich mich durchgesetzt. Ja, hin und wieder gelingt es mir, mich durchzusetzen. Ja, ob Sie es glauben oder nicht, der Kanarienvogel, der Hund vom Nachbarn. Wie heißt er doch gleich? Brunet. Nein, der Hund. Tango. Ah ja, da steht's, Tango. Irischer Setter. Haben einen tollen Geruchssinn, diese kleinen Hunde. Es sind ja auch Jagdhunde. Ja, das kann man wohl sagen. Sind verdammt gute Jagdhunde. Es sind Jagdhunde, wenn man sie auf die Jagd mitnimmt. Tango ist eher eine Art Schoßhund. Tango? Schreibt sich das wie ein Tango? Also hören Sie mal, wie soll sich das sonst schreiben? Wie Paso Doble? In all Ihren Aussagen sagen Sie wörtlich, als ich die Leiche entdeckt habe. Sie erwähnen niemals den Hund. Na und? Der Hund hätte die Leiche finden müssen, normalerweise. Nein, warten Sie, da steht was anderes. Dabei habe ich die Akte doch den ganzen Abend durchgeackert. Im Verkehrsstau. Nein, nein, Sie haben schon recht. Nein, nein, Monsieur Brunet behauptet, dass Sie Tango an dem Abend nicht bei sich hatten. Er sagt zwar auch, dass Sie gewöhnlich mit ihm spazieren gegangen sind, aber an dem Abend nicht. Nicht am Abend des 3. Der alte Brunet weiß nicht mehr, was er sagt, weil er ein Säufer ist. Also schön, mir soll's recht sein, aber wissen Sie, Madame Fort, Henriette, die den Laden in Nummer 12 hat, die weiß auch nicht mehr, was sie sagt. Es Peru Marcel in Nummer 19 ebenso wenig. Demnach sind Sie der Einzige im Viertel, der weiß, was er sagt. Also, wem soll ich nun glauben? Denen. Wissen Sie, Maitre,
Ich habe nichts gegen Sie. Keine feindselige Einstellung. Ich würde sogar sagen, keinerlei Gefühle. Wenn ich allen Leuten, die dieses Büro passieren, auch noch persönliche Gefühle entgegenbringen sollte. Sagen wir immerhin doch, eine gewisse Verbissenheit. Monsieur Martineau, zwei kleine Mädchen sind innerhalb von 8 Tagen vergewaltigt und ermordet worden. Und ich will wissen, von wem. Von Ihnen oder einem anderen. Ich schwöre Ihnen, das ist mir völlig egal. Sagen Sie das nicht. Das ist nicht wahr. Oh doch. Es ist nicht wahr. Wenn ein Kanako oder Neger kleine Mädchen vergewaltigt, ist das ein Fall wie jeder andere. Wenn dagegen ich, Maître Martineau, Notar, es tue, dann ist das die Chance in der Karriere eines Bullen. Hm? Die Zeitungen, die Interviews, das Fernsehen, wenn alles klappt. Hm? Stimmt das vielleicht nicht? Mhm. Geben Sie es zu. Also hören Sie mal, wir wollen doch wohl nicht die Rollen vertauschen, ne? Na gut, nehmen wir mal an, ich bin von Ehrgeiz zerfressen. Warum sollten dann das Ehepaar Brunet, Madame Faure und Esperu, warum sollten die Sie belasten? Ist doch klar, weil ich reich bin. Weil ich ein schönes Haus habe und eine hübsche Frau. Und weil Sie der Meinung sind, dass ich das alles überhaupt nicht verdiene. Meine Intelligenz und meine äußere Erscheinung sind höchst mittelmäßig. Und die Mittelmäßigen haben sich abzufinden mit dem Erfolg von Ausnahmemenschen. Sie applaudieren den begabtesten Aufsteigern, den Champions, aber der Erfolg ihresgleichen, der erbittert sie. Das trifft sie wie eine Ungerechtigkeit. Ich bin sicher, dass Sie anonyme Briefe erhalten haben. Oh, nicht mehr als gewöhnlich, nein. Jedenfalls nicht viel mehr als sonst. Naja, die Franzosen schreiben eben gern an die Polizei, was kann ich dagegen tun? Ja, ich habe eine ganze Menge Briefe erhalten, in denen die Rede von Steuerhinterziehung ist, Mietwucher, naja, eben lauter so ein Kleinkram. Und natürlich auch noch von 2 Vergewaltigungen. Und in ein paar von diesen Briefen geht man sogar so weit anzudeuten, dass ihre Frau die treibende Kraft gewesen sei. Und in anderen, dass sie Zuschauerin war. Aber wissen Sie, in keinem dieser Briefe steht irgendwas von ihrer Mittelmäßigkeit. Von gewissen Eigenheiten, ja. Aber nichts von Mittelmäßigkeit. Auf jeden Fall, 2 Augenzeugen behaupten, Sie hatten den Hund am Abend des 3. nicht bei sich. Nein, nein. Nein, nein. Wieso nein? Erlauben Sie bitte. Sie sagen nicht, dass ich den Hund nicht bei mir hatte. Sie sagen, Sie haben ihn nicht bemerkt. Hier, es ist unterstrichen. Belmont, komm mal einen Moment her. Was ist denn das hier für ein Durcheinander? Maître Martineau hat völlig recht. Sie sagen nicht, der Hund war nicht da. Sie sagen, Sie haben ihn nicht bemerkt. Na und, ist doch wohl das Gleiche. Ach nein. Nein, das ist absolut nicht das Gleiche, nein. Sie sagen, dass Sie ihn nicht bemerkt haben. Das kann ebenso gut heißen, dass er den Hund dabei hatte, wie dass er ihn nicht dabei hatte, oder? Ich bitte um Verzeihung, aber was ändert das? Wenn der Hund bei Ihnen gewesen wäre, hätte er die Leiche entdecken müssen. Ich frage nochmal, was ändert das? Ja, das stimmt, was ändert das? Schließlich hat uns der Hund ja nicht angerufen, ne? Ja, ich habe es ihm nicht eingeflüstert. Sagen Sie, Inspektor, als mich Ihr Kollege herzitiert hat, hat er von einem kleinen Umweg gesprochen, einem Abstecher auf Ihrem Weg nach Haus. Und jetzt bin ich schon fast eine Stunde hier. Niemand hat sich darum gekümmert, ob ich vielleicht etwas anderes vorhabe. Und das habe ich tatsächlich. Das heißt, bis jetzt hatte ich's. Ja, Sie haben recht, Maître. Aber leider ist zu befürchten, dass die Dinge doch länger dauern als vorgesehen. Falls Sie zu Hause anrufen wollen, bitte tun Sie es. Wählen Sie erst die 0, um die Zentrale zu bekommen. Komm, Belmont. Hä? Merci. Hä? Sag mal, was soll ich eigentlich davon halten? Hä? Ich meine, was du da eben abgezogen hast. Sieh mal da, Belmont, so steht das hier gar nicht. Willst du mich als Idioten hinstellen, oder was? Hast du etwas Kleingeld? Außerdem, warum kommst du mir mit deiner Hundegeschichte? Also, meiner Meinung nach hat diese Hundegeschichte weder Hand noch Fuß. Ein Notar, der seine Silvesternacht aus freien Stücken bei den Bullen verbringt, hat auch weder Hand noch Fuß. Nichts hat Hand und Fuß. Also was ist? Hältst du ihn für schuldig oder nicht für schuldig? Tja, wenn ich die Akte lese, ja. Und wenn ich ihn dann vor mir habe, bin ich mir schon weniger sicher. Entschuldigen Sie, meine Herren, aber Sie können wieder reinkommen. Bei mir zu Hause antwortet niemand. Sie können, kommen Sie nur. 22 Uhr. 5. Danke, ich habe mein eigenes Gift. Wenn Sie Durst haben,
Wir haben draußen im Gang einen Automaten. Und Inspektor Belmont hat das Kleingeld. Die kleine Genevieve Le Bailly, haben Sie die nur flüchtig gekannt oder sehr gut? Sie war 8 Jahre alt, ich bin 50. Ein Mann in meinem Alter kann ein 8-jähriges Kind nicht sehr gut kennen. Den Leuten im Viertel zufolge war es ein sehr fröhliches Kind, sehr spontan. Ne? Heiter und vergnügt, ja. Alles andere als scheu. Das mit jedem mitgegangen wäre. Richtig, das mit jedem mitgegangen wäre. Vorzugsweise mit einem Notar. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Oh, nein, 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 nein. Nein, das haben Sie nicht gesagt. Also was nun, was tippe ich? Du tippst alles andere als scheu. Nein, 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 Sie tippen alles, die Fragen und die Antworten. Ihre Fragen sind derart infam, dass Sie sich selbst schämen müssen. Stimmt das vielleicht nicht? Also von jetzt an verlange ich, dass alles wörtlich niedergeschrieben wird. Das veranlasst Sie vielleicht, einen anderen Ton anzuschlagen. Gut, einverstanden. Also, Alter, Beruf, Familienstand. Scheiße! Name, Vorname, Beruf, Martino. Das hat er mich schon 20 Mal gefragt. Aber jetzt bin ich es, der Sie fragt. Sie wollen, dass alle Fragen und Antworten aufgeschrieben werden. Ich erwarte also Antworten. Ihr Name ist Martino. Ja. Jérôme. Ja, Jérôme Charles-Émile. Notar 43, Boulevard de Vatre, Jobourg, Mons. Ja. Sie sind verheiratet? Ja. Keine Kinder? Keine Kinder. Warum? Weil sowas Dreck macht? Ich habe ja keine Kinder, weil meine Frau keine bekommen kann. Kann Ihre Frau nicht oder will sie vielleicht nicht? Oh, wenn sie nun mal keine bekommen kann. Sie könnten welche adoptieren. Sie führen doch auch den Hund der Nachbarn spazieren. Umwerfend, wirklich. Dieser Takt, diese Eleganz. Ach, verdammte Scheiße nochmal. Ist das vielleicht elegant? Als die Polizei am Tatort erschienen ist, hat sie die kleine Genevieve Le Bailly so vorgefunden. Auf dem Bauch liegend. Sie lag auf dem Bauch und Sie haben sie wiedererkannt. Ja, an Ihrem Trainingsanzug, an Ihren Haaren. Was weiß ich. Ach, das sind typische Bullenfragen, hm? Als ob man jemanden nicht auch von hinten erkennen könnte, den man 100 Mal gesehen hat. Ja, ja. Sehen Sie, genau das war's. Wegen Ihrer Kleidung habe ich Sie sofort erkannt. Es fiel mir nämlich ein, dass Mittwoch war. Und mittwochs ging die Kleine immer ins Stadion. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Es war Mittwoch der 3. Der alte Brunet hat recht. Er hat den Hund gar nicht bemerken können. Er war schon draußen, er spielte auf dem Gelände. Ja, ja, ja. Ich habe ihn gerufen. Ich habe ihn gerufen. Und er ist Ihnen gefolgt? Aber ja, natürlich. Nicht blöde, dieser Tango, ne? Oh nein, blöd ist er bestimmt nicht. Sagen Sie mal, Martino, offen und ehrlich. Wissen Sie eigentlich, weshalb Sie hier sind? Dann will ich es Ihnen sagen. Sie sind hier, weil Sie unter Verdacht stehen. Ja, wie das Leben so spielt. Aus einem Zeugen ist ein Verdächtiger geworden. Zu mir nichts, dir nichts. Es hat sich da irgendwo sowas wie ein Wegrutschen ergeben. Ich bin übrigens sicher, dass Ihnen das nicht entgangen ist. Nicht unbedingt. Der Grund für dieses Wegrutschen entgeht mir. Zwei kleine Mädchen sind ermordet worden, Maitre. Zwei Kinder. Das erste am 25. November am Strand von Saint-Clément und das zweite am 3. Dezember auf dem Gemeindegelände von Jobourg. In Ihrer unmittelbaren Nähe. Und zufälligerweise und unglücklicherweise für Sie sind Sie am Tag des ersten Mordes in der Gegend und am Abend des zweiten befinden Sie sich, wenn ich mal so sagen darf, direkt vor Ort, denn Sie haben ja die Leiche entdeckt. Und die Polizei informiert. Ach, wissen Sie, Maitre, die Wände dieses Zimmers würden nicht ausreichen, um die Namen all der Mörder einzuritzen, die angeblich die Leichen ihrer Opfer entdeckt haben. Was ja im Grunde ganz normal ist. Schließlich sind Sie ja die Ersten, die informiert sind. Sie haben eine sehr persönliche Art der Auslegung der Bürgerpflichten, Inspektor. Ich erinnere mich nicht mehr, wer... An allzu viel erinnern Sie sich ohnehin nicht. Wer gesagt hat, man ist nicht mehr in Sicherheit, sobald man die Schwelle eines Polizeireviers überschritten hat. Bei Leuten wie Ihnen bekommt man schon, wenn man die Nummer der Polizei wählt, eine Gänsehaut. Wenn Sie nichts dagegen haben, lassen wir diesen Telefonanruf erst mal beiseite. Warum? Warum? Der zuständige Beamte hat meine Stimme offiziell identifiziert. Ja, das stimmt, ja. Ich stelle fest, dass man kaum, dass mal eine Aussage für mich günstig ist, zu was anderem übergeht. Der Inspektor hat gesagt, lassen wir ihn erst mal beiseite. Danke, Belmont. Gut, sehr gut. Und jetzt, Inspektor, worüber werden wir reden? Hunde oder Vögel? Über den ersten Mord, wenn es Ihnen recht ist. Saint-Clément, die Dünen von Saint-Clément. Das ist noch nicht lange her, liegt 5 Wochen zurück. Am Morgen des 25. November, einem Dienstag. Der Strand, Südseite.
Man entdeckt die Leiche eines Kindes. Pauline Valera, 8 Jahre. Vergewaltigt, ermordet, erwürgt. Es muss in dem Bunker geschehen sein. Sie ist weggerannt und der Mörder hat sie am Strand eingeholt. Am gleichen Abend findet man ihren Wagen, ordnungswidrig geparkt am Hafen, etwa 1 Kilometer entfernt von den Dünen. Er muss dort die ganze Nacht gestanden haben. Eine Polizeistreife hat die Nummer notiert, um 7.15 Uhr oder 7.20 Uhr. Wie ich sehe, weichen die Zeitangaben des Gendarmen Berger und des Brigadiers Quereau um ein paar Minuten voneinander ab. Ich hoffe, dass wir uns deswegen nicht lange rumstreiten. Ich sage nichts. Die Leiche der Kleinen wird eine halbe Stunde später entdeckt. Sind die Uhren wieder gleichgestellt worden? Antoine, ich weiß nicht, was mich davon abhält, ihm die Maschine in die Fresse zu knallen. Die Vorschriften, Belmont. Einzig und allein die Vorschriften. Ich gebe zu, Maitre, wenn es die verdammten Vorschriften nicht gäbe. Sie haben mich schon 100 Mal darüber verhört und ich habe 100 Mal darauf geantwortet. Da wir nicht in Scotland Yard sind, erlauben Sie mir Ihnen zu sagen, Monsieur, dass Sie jetzt wirklich anfangen, mich anzukotzen. Es ist vielleicht nicht nötig, diese Zwischenbemerkung aufzunehmen. Mag schon sein. Also, mir soll es egal sein. Ihr Wagen stand am Hafen, gut. Aber während der ganzen Zeit, wo waren Sie da? Im Bistro oder bei meiner Schwester oder im Bistro, ich weiß es nicht. Ach so, ja, das Bistro hatte ich vergessen. Ihre Schwester, das Bistro. Bedauerlicherweise kann sich der Wirt des Bistros nicht erinnern, Sie gesehen zu haben. Also wirklich nicht im geringsten. Was den Besuch bei Ihrer kranken Schwester angeht. Egal, Blase, ja. Ja, nun, Sie kennen ja die Formel. Sie sind weder verwandt noch verschwägert mit dem Angeklagten. Sie stehen in keinem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis und so weiter. Selbst wenn man das Wort Angeklagter weglässt, der familiäre Zusammenhang, Wenn die Zeugenaussage Janins unzulässig ist, warum ist dann der andere... Na, weil ich auch Polizist bin. Warum geht er dann zu meiner Schwester und bedrängt sie kurz vor ihrer Operation? Was unter uns gesagt äußerst feinfühlig ist. Der Arzt hat mir 5 Minuten zugestanden. Ihre Schwester scheint nicht gerade gut mit Ihnen zu stehen. Bevor Sie diesmal in St. Clement waren, hatten Sie sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Seit Ihrer Heirat sehen wir uns sehr viel seltener, das ist ja normal. Aber was hat die Heirat von Janine mit der Geschichte der kleinen Valera zu tun? Ja, Inspektor Belmont wird sich sicher etwas dabei denken, hm? Ihre Schwester ist mit einem Kunstmaler verheiratet. Einem Maler, ja. Einem gewissen Van... Van Kempen. Joost Van Kempen. Er malt übrigens gar nicht mal schlecht. Ach so, Sie kennen die Werke von Joost. Oh, jedenfalls ein paar Bilder. Wie dem auch sei, wegen dieses Van Kempen haben Sie Ihre Schwester nicht mehr gesehen. Ich meine bis zu diesem Besuch in St. Clement. Hin und wieder sehen wir uns heimlich. Hinter dem Rücken Ihres Mannes? Nein. Stimmt ja, Ihre Frau hat Sie nicht nach St. Clement begleitet. Sie hatte sicher was anderes zu tun an dem Tag, hm? Meine Schwester und Sie verstehen sich nicht sehr gut. Sie wollen sagen, überhaupt nicht. Es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Oh, am Anfang ging es wirklich gut. Sie gingen zusammen ins Kino, in Ausstellungen. Ich glaube sogar, dass sie sich recht gut verstanden haben. Und dann, als Joost, als er Erfolg hatte und eine ganze Menge Bilder verkaufen konnte, naja, ich weiß auch nicht, jedenfalls von da an, wie soll ich sagen? War Ihre Frau eifersüchtig auf Ihre Schwester? Sie hat den Maler vernascht, hä? Ich nehme an, dass meine Frau glaubte, das sei die Art von Mann, den sie hätte heiraten müssen. Ein Künstler statt eines bekannten Notars. So ist es. Einen, von dem man spricht. Man wird vielleicht bald von Ihnen sprechen, Maitre Martineau. Sagen Sie, sind Sie vor oder nach dem Besuch bei Ihrer Schwester in das Bistro gegangen? Danach. Ich fand, dass Janine sehr schlecht aussah, abgemagert war und sehr erschöpft. Ich war erschüttert. Ich bin ein Glas trinken gegangen und habe nicht aufgepasst. Und ich habe meinen Wagen an einer falschen Stelle geparkt. Und im falschen Moment. Und wie lange sind Sie in dem Bistro geblieben? Ich habe nicht darauf geachtet. Eine knappe Stunde vielleicht. Und danach? Danach bin ich wieder zu meiner Schwester gegangen. Auf direktem Weg? Fast. Fast, ja. Aber nicht sofort, Martineau. Nicht sofort. Sie haben vorher noch einen kleinen Abstecher zum Leuchtturm gemacht. Herrlich, dieser Leuchtturm von St. Clement, ne? Ja, ich bin tatsächlich noch auf einen Sprung zum Leuchtturm gegangen. Um frische Luft zu schnappen? Ich finde den Leuchtturm von St. Clement genauso herrlich wie Sie. Ich bin eben hingegangen, um ihn mir anzuschauen. Da kommen sogar Leute aus Paris hin. Schon gut, Sie haben sich also den Leuchtturm angeschaut. Und danach? Und danach?
Mein Gott, danach, was soll ich denn noch getan haben? Ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich hatte meinen Wagen am Hafen stehen und bin zurückgegangen zu meiner Schwester, Rue de l'Orienté 12. Am Strand entlang. Am Strand entlang? Ja, weil man, um zu Fuß vom Leuchtturm zur Rue de l'Orienté zu gelangen, zwangsläufig am Strand entlang gehen muss. Ah ja, das scheint mir logisch zu sein. Was weniger logisch ist, ist die Leiche von Pauline Valérard-Maître. Derjenige, der das getan hat, musste notgedrungen den Strand entlang gehen. Er ist gezwungenermaßen den Strand entlang gegangen, ebenso wie der Schuldige an der Vergewaltigung der kleinen Geneviève gezwungenermaßen... Sie widern mich an! Warum sagen Sie derjenige, der das getan hat, der Mörder, der Schuldige? Geben Sie ihm doch einen Namen, diesem Phantom. Sagen Sie Maître Martineau, der Notar, wo Sie doch davon überzeugt sind. Noch nicht ganz, Martineau. Noch nicht ganz. Deshalb sind Sie übrigens noch hier. Ich bin hier, weil ich freiwillig gekommen bin. Weil der mich gebeten hat zu kommen. Und jetzt, werde ich gehen. Setzen Sie sich wieder, Maître. Sie werden nicht gehen. Hm? Was soll das heißen, Sie werden nicht gehen? Also nein, das ist doch... Jetzt aber Vorsicht, meine lieben Freunde. Allzu viele Möglichkeiten habt ihr nämlich jetzt nicht mehr. Entweder schlicht und einfach freilassen, vorläufige Festnahme, oder ihr überstellt mich dem Staatsanwalt. Nun, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber ich wäre für vorläufige Festnahme. Sie können telefonieren. Mit wem? Mit wem Sie wollen. Na, mit Ihrem Anwalt zum Beispiel. Sie haben das Recht, ihn anzurufen, aber er hat nicht das Recht zu kommen. So ist es nun mal. Ich habe keinen Anwalt. Genauer gesagt, ich habe keinen mehr. Eine Geschichte von 3 Pik, gekontert und unterstochen. Ja, aber wenn Sie morgen vom Untersuchungsrichter erscheinen, brauchen Sie einen Anwalt. Maître Kallmann, der mich bei meiner letzten Scheidung vertreten hat, der ist brillant. Ich habe verloren, aber brillant. Wenn Sie zu lebenslänglich verurteilt werden wollen, seine Nummer habe ich. Oder Inspektor Belmont wird Ihnen eine Liste vorlegen. Sie kennen sicher ein oder zwei darunter. Dieses Jahr gibt es einen Chinesen, wenn Sie das reizt. Einen habe ich schon. Mein Akupunkteur. Ich möchte, dass Sie dieses Büro als freier Mann verlassen, Martineau. Ich weiß nicht, warum. Aber ich weiß es. Weil ich Sie zum Lachen bringe. Mm-mm. Nein, es gelingt Ihnen manchmal, mich zu ärgern. Mich zu überraschen. Sogar mich zu faszinieren. Ja, warum nicht? Aber solange der Gedanke nicht aus meinem Kopf raus ist, dass Sie zwei kleine Kinder umgebracht haben, haben Sie keine Chance, mich zum Lachen zu bringen. Sie mit den roten Punkten sind auch nachts erreichbar. Ja, nehmen Sie eine Nadel, schließen Sie die Augen und stechen Sie irgendwo rein. Oh, das liegt vielleicht nicht in Ihrem Interesse. Meinen Sie nicht, dass Sie noch mal zu Hause anrufen sollten? Vielleicht antwortet jetzt jemand, hm? Nein. Ist doch eigentlich ganz normal. Na und Sie? Ist es für Sie normal, die Silvesternacht damit zu verbringen, von Vergewaltigung und Mord zu sprechen? Kümmern Sie sich doch um Ihre Angelegenheiten. Ich bin alt genug, um meine Frau anzurufen, wenn mir danach ist. Henri? Danke gleichfalls. Dir auch ein frohes neues Jahr. Sag mal, hat vorhin jemand in Jobourg angerufen, von 24 aus? Ja, Moment. 22, 72, 10. Mhm. Danke, Henri. Ich muss Sie jetzt bitten, Ihre Taschen auszuleeren. Aber nein, das ist doch... Sie haben sie wohl nicht alle. Sämtliche Taschen. Alles auf den Tisch. Sie können sich wieder setzen, Maître. Du auch, Belmont. Ist das Ihre Frau? Komisch, so habe ich sie mir nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Schade, ja, es ist wirklich schade, dass Sie nicht zum Boulevard de l'Artre gekommen sind.
Sie hätten vielleicht verstanden. Ich war bei Ihnen. Ja, aber Sie haben nichts begriffen. Versuchen Sie sich zu erinnern an die Topografie der Schauplätze, wie man bei Ihnen sagt. Oh. Unten ist das... Nein, oben. Was aufschlussreich ist, ist oben. Da habe ich nichts Aufregendes entdeckt. Maitre Martineau hat nicht aufregend gesagt, er hat gesagt aufschlussreich. Danke. Ist nicht oben an der Treppe im ersten Stock ein Gang? Ja. Ein langer Flur. 15 Meter lang. Schon möglich. Ganz genau. Drei Zimmer. Wenn ich mich recht erinnere, zwei große und ein kleines. Das Kinderzimmer, das Gästezimmer und das unsere. Das Kinderzimmer ist leer geblieben, das Gästezimmer ist das Zimmer meiner Frau geworden und das unsere ist das meine geworden. Zwischen diesen beiden Zimmern ein 15 Meter langer Gang. Es gibt viele Dinge, die ein Ehepaar trennen können. Ehebruch, unheilbare Krankheit, der Tod. Ich bin von meiner Frau durch einen Gang getrennt. Einen 15 Meter langen Flur. Ganz einfach. Naja, was heißt schon einfach? Eine 15 Meter lange Wüste. Und am Ende dieser Wüste eine abgeschlossene Tür. Sie wissen sicher nicht, was es heißt, an einer Tür anzuklopfen, die sich nie öffnet, Inspektor. Noch einen Kaffee? Ja. Kann ich diesmal vielleicht auch einen Kaffee bekommen? Darf ich auch ein bisschen herumgehen? Hey, fantastisch, wirklich sehr amüsant. Noch einen Kaffee? Sie haben nicht zufällig die Absicht, ein Gespräch unter vier Augen mit mir zu führen. Sie halten mich wirklich für einen Idioten. Oh, im Gegenteil, ich halte Sie für einen sehr intelligenten Menschen, Martineau. Ein Verwirrungsstifter erster Ordnung. Ich verhöre Sie über zwei kleine Mädchen, die vergewaltigt und erwürgt worden sind. Und das Gespräch schweift ab zu Ihrer Frau, zu einem Flur, zu einer Tür. Warum nicht? Aber jetzt, wo Sie mich zu dieser Tür geführt haben, Martineau, müssen Sie sie öffnen. Ich will wissen, was dahinter ist. Das wissen Sie sehr gut. Würden Sie es nicht lieber mit Ihren eigenen Worten sagen? Ich habe nächtelang darüber nachgedacht, die Worte immer wieder hin und her gedreht. Genieren Sie sich nicht. Na gut. Also dann werde ich Ihnen sagen, was hinter dieser Tür ist. Es ist Madame Martineau, Chantal Martineau, die sich Ihnen verweigert. Und wie lange dauert das schon? Monate? Jahre? Vielleicht sogar von Anfang an? Das nun wieder nicht. Also wann? Mitten auf unserer Hochzeitsreise. Was sagen Sie dazu, Sie kleiner Beichtvater? Das Originelle an unseren sexuellen Beziehungen ist, dass sie fast sofort in die Brüche gegangen sind. 5 oder 6 Wochen ein Rausch von Leidenschaft. Wir haben uns in kleinen Pensionen versteckt. Es war amüsant. Es war ganz was Neues für mich. Es kam mir vor, als lebten wir irgendwie am Rande. Ja, was machten wir Sauereien. Sauereien, an die ich noch am nächsten Tag denken musste in meiner Kanzlei, wenn ich Klienten empfing. Bis zu dem Tag, an dem Chantal mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Oh, wissen Sie, ich hätte nicht dabei gewagt, daran zu denken. Also wie dem auch sei, sie war es, die... Die entschieden hat. Oh, Sie kennen meine Frau nicht. Sie spricht nie etwas so direkt aus. Immer in Windungen. Na, und dann? Dann? Wir haben geheiratet. Venedig. Hotel Danieli. Oh ja. Da ist alles kaputt gegangen. Die junge Frau fing an, laufend unter Migräneanfällen zu leiden. Und zu finden, dass ich fixe Ideen hätte. Meine angebliche Perversität schien sie auf einmal zu überraschen. Aber die Überraschung hat nicht lange gedauert. Es ging so weit, dass sie Ekel empfand. Widerwillen. Es hat sich ganz allmählich ausgebreitet, wie ein Geschwür. Kurz als ich zurückkam zum Boulevard de Lattre, fand ich mich wieder am Ende des Gangs mit meiner Zahnbürste. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Was verstehen Sie, Monsieur? Was verstehen Sie, Monsieur Gallien? Nichts. Sie verstehen gar nichts. Und wissen Sie, warum nicht? Weil Sie mit Ihrer Geschichte beschäftigt sind, während ich Ihnen eine andere erzähle.
Ja, aber wegen der anderen sind Sie nicht hier. Sie sind mir völlig schnuppe, die Migränen von Madame Martineau. Ihre Zahnbürsten oder der nackte Maître Martineau im Gang. Wissen Sie, ich sehe einen viel längeren Gang, viel dunkleren, mit Pauline Valera und Geneviève de Bailly am Ende. Und ich will, dass dieser Gang mich zum Strand von Saint-Clement führt. Ich will, dass dieser Gang mich zum Gemeindegelände von Jobourg führt. Und ich will, dass dieser Gang mich zum Mörder führt. Inspektor, ich werde Ihnen mal was sagen. Wenn ich den Mut hätte zu töten, würde ich mir keine kleinen Mädchen aussuchen. Oh nein. Haben Sie nie Lust gehabt, jemanden umzubringen? Den Inspektor Belmont vielleicht, manchmal, ja. Eine Ihrer drei Frauen niemals? Oh, die erste vielleicht. Und ganz im Ernst eigentlich auch nicht. Sie machte wunderschöne Blumensträuße. Eine Frau, die Blumen liebt, tötet man nicht. Das leuchtet mir nicht unbedingt ein. Ach, da ist er ja wieder. Na, wie steht's? Nun, wir machen Fortschritte. Hören Sie, Martino, wir sind alle müde, versuchen wir uns zu beeilen. Also los bei dem Text. Gut, also. Die Leiche der kleinen Valera wurde um 8 Uhr morgens entdeckt. Und laut medizinischem Befund ist der Tod gegen 5 eingetreten. Es geht hier also um 3 Morgenstunden. Mal ehrlich, haben Sie immer noch den Leuchtturm bewundert um 3 Uhr morgens? Also ganz im Ernst, können Sie sich vorstellen, dass ich um 3 Uhr morgens an einem Leuchtturm stehe? Nein, nein, aber es wäre mir lieb, wenn Sie jemand gesehen hätte. Ihre Schwester weiß ja nicht mal, wann Sie nach Hause gekommen sind. Ich auch nicht, auf sowas achtet man ja gewöhnlich nicht, jedenfalls nicht unbedingt. Sagen Sie mal, während Ihres Spaziergangs war da der Leuchtturm in Betrieb, ich meine das Licht? Selbstverständlich. Sonst hätte ich ihn ja gar nicht gesehen. Es war ja sowas von neblig. Dass kein Notar den Fuß vor die Tür gesetzt hätte. Ja. Naja, und trotzdem waren Sie da draußen. Und Sie sind natürlich während der ganzen Zeit niemandem begegnet. Nein, Monsieur. Und Sie haben auch nichts gehört? Nein. Das heißt ja, die Brandung. Die Brandung, ah ja. Und sonst nichts? Nein. Keine Stimmen? Niemanden? Ich kann mich nicht erinnern. Und das soll ich Ihnen glauben? Ist mir scheißegal. Oh, ich bin keine Rotationsmaschine. Also, alles in allem, Sie haben weder was gesehen noch gehört. Doch, 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 doch. Einen außergewöhnlichen Lärm. Ein Besoffener irgendwo, der Algerien zurückerobern wollte. Die Brandung, das Rauschen des Meeres. Und die Möwen. Nein. Warum keine Möwen? Weil sie um diese Zeit schlafen, die Möwen. Zwischen dem Zeitpunkt, wo Sie niemand hat nach Haus kommen sehen und dem, wo Sie niemand irgendwo hat hingehen sehen, liegt eine Zeitspanne. Eine wie lange? Eine Stunde? Eine halbe Stunde? Ungefähr. Die Zeit, um Pauline Valera zu vergewaltigen und zu erwürgen. Plus der, um einer solchen Kälte einen hochzukriegen. Diese Bemerkung zeugt von gesundem Menschenverstand. Sie sollte sogar in die Verteidigungsakte aufgenommen werden. Oh, das ist sehr, 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 sehr amüsant. Ich verspreche Ihnen, dass am Tage des Lokaltermins der Punkt geklärt werden wird. Komisch, sehr komisch, wirklich. Hast du dich bald ausgelacht? Ich frage dich, ob du fertig bist, du Arschloch. Abgesehen davon, gut, dass du vom Wetter gesprochen hast. Danke, Belmont. Unabhängig von der physiologischen Zwischenbemerkung von Inspektor Belmont, die sehr komisch war, das gebe ich zu. Nein, 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 ausgezeichnet. Also wirklich ausgezeichnet, hä? Finden Sie es nicht unglaubhaft, sich bei einem solchen Wetter mitten in der Nacht draußen herumgetrieben zu haben? Kommt Ihnen das bei einem 8-jährigen Mädchen nicht noch unglaubhafter vor? Die kleine Valerie musste ja schließlich da draußen sein, damit ich sie umbringen konnte, nicht? Sie hätten wohl nicht vielleicht eine Zigarette für mich, Inspektor? Nein. Sie sind kein sehr guter Spieler, hm? Ich spiele nicht, Monsieur Martineau. Der Zweck meiner Fragen ist nicht, was weiß ich, Sie ein Paket Waschpulver gewinnen zu lassen oder eine Flugreise in den Süden, sondern Sie für den Rest Ihres Lebens einzubuchten. Knast oder Sicherheitsverwahrung bei den Irren. Ich frage Sie zum dritten Mal.
Sie haben nichts gehört, während Sie sich in der Nähe des Leuchtturms aufgehalten haben. Ja! Mein Gott, kommen Sie doch rein! Entschuldigung, wenn ich störe. Kommst du mal? Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen? Fühlen Sie sich wie zu Hause. Sie müssen ja nicht dabei sein, wenn ich... Nimm deinen Regenmantel, du sollst zum Chef kommen. Sagen Sie, Inspektor, was hätte ich eigentlich bei diesem gottverdammten Leuchtturm hören sollen? Das Nebelhorn, Monsieur Martineau. Das Nebelhorn. Jetzt triumphiert er, Ihr Chef, was? Ist ja auch das erste Mal. Mit dem kleinen Hund ist er ja nicht weit gekommen. Und die kleine Valera draußen am Strand um 3 Uhr morgens. Damit konnte er auch keinen Triumph feiern. Dagegen das Nebelhorn. Also wirklich. Hut ab, Herr Inspektor. Zumindest vorübergehend. Guten Abend, Gallier. Guten Abend, Monsieur. Wollen Sie nicht was trinken? Ein bisschen was knabbern? Ich nehme an, dass Sie mich nicht deshalb haben herkommen lassen, Kommissar. Nein, natürlich nicht. Aber Sie halten ihn schon 3 Stunden da oben fest. Festhalten scheint mir etwas übertrieben. Es ist mehr, als ob ich es mit einem Aal zu tun hätte. Ja. Ich habe festgestellt, dass die Mehrzahl der sexuell Abartigen vom Intellekt her weit über dem Durchschnitt stehen. Deshalb sind sie auch so schwer zu überführen. Sagen Sie, das sind doch alles Polizeiabzeichen. Da steht zum Beispiel Grenzpolizei. Haben Sie eigentlich auch so ein Abzeichen? So eine Plakette? Ja? Die kleine Valera musste ja schließlich da draußen sein, damit ich sie umbringen konnte. Ja. Und wo habe ich zu tippen aufgehört? Als er sie als Arschloch bezeichnet hat, glaube ich. Ich bewundere Sie, Martineau. Oh ja. Man spricht mit Ihnen von kleinen Mädchen, die vergewaltigt und erwürgt wurden. Und Sie verlieren Ihren Sinn für Humor nicht. Erwürgt und vergewaltigt. Was habe ich denn gesagt? Sie sagten vergewaltigt und erwürgt. Wenn Sie sagen vergewaltigt und erwürgt, antworte ich nein. Wenn Sie dagegen erwürgt und vergewaltigt sagen, dann antworte ich ja. Ja, vielleicht. Da muss man aufpassen. Naja, für mich ist das nicht so wichtig, aber... die Fragen muss man in der richtigen Reihenfolge stellen. Monsieur Belmont. Monsieur Belmont. Was ist? Machen wir Schluss. Es könnte ja sein, dass das Gehör sie angespitzt hat, in die Dünen zu gehen. Es gibt ja merkwürdige kleine Luder heutzutage. Später werden die dann große Schlampen. Und noch später alte Schlampen. Sie scheinen besessen zu sein von diesen Schlampen. Ich habe an denen kein Interesse. Was mich interessiert ist, wie Sie es anstellen. Mit den Alten ist das kein Problem. Aber die Jungen, das geht schnell. Hm? Hm? Na los, erzählen Sie mal. Sagen Sie es mir doch. Wie machen Sie es? Fassen Sie sie an, ja. So, ja? Nein, machen Sie es so. Wie heißt du denn, mein kleines Kätzchen? Pauline? Oh, Pauline. Du bist nett, Kleines. Was für ein süßer kleiner Fratz. Mann, sie tun mir weh. Na, du tust ihnen doch auch weh, hä? Tust ihnen auch weh. Sind sie verrückt geworden? Wenn hier einer verrückt ist, dann bist du es. Beuteln Sie ihn trotzdem nicht zu sehr. Vorläufige Festnahme nur als äußerstes Mittel. Das ist ja hier noch langweiliger als letztes Jahr. Sagen Sie mir ja nicht, dass er schon in Gewahrsam ist. Doch. Seit 1,5 Stunden. Oh lala. Mein Gott, oh lala, oh lala. Ja, ich weiß, aber sonst wäre doch überall der Berge. Du hast sie beide umgebracht, du Dreckskerl. Warten Sie erst mal, bis der andere wieder da ist. Was hast du getan? Stimmt doch, hä? Wo willst du denn hin? Ah, die kleinen Mädchen, hörst du, Scheißkerl? Die süßen kleinen Ärsche, Nisthund. Dich mach ich fertig. Ist er noch nicht wieder da, Monsieur Gallier? Na, was ist? Was willst du? Scheiße! Ja, Scheiße. So, mir reicht's jetzt. Ich verschwinde. Verdammt nochmal, ich will raus! Lassen Sie mich durch! Martineau, lass ihn gar nicht abhauen! Wo
geht denn der hin? Halt! Was soll das? Lassen Sie mich los! Machen Sie keinen Blödsinn, Martino! Na los, kommen Sie schon! Keine Bewegung! Aber Maitre, mir wird dann gleich die Nerven verlieren. Was ist denn auf einmal in Sie gefahren? Beruhigen Sie sich, seien Sie vernünftig, kommt. Na los, los, verschwindet, hier gibt's nichts zu sehen. Lasst mich in Ruhe, ihr Scheißkerle! Ich bin minderjährig, ihr kennt mich alle mal! Was für ein liebenswürdiger junger Mann. Wer ist denn das? Der Sohn von Berthier. Berthier? Berthier? Er ist mit dem Schlitten losgebraust, dem japanischen. Am Boulevard Edgar Quinet hat er ihn zu Klump gefahren. Da wird sich dein Vater aber freuen. Die japanischen Motorräder sind klasse. Die Wagen sind scheiße. Hat einfach nicht gezogen, die Karre. Dann hättest du ihm ein Motorrad klauen müssen. Wie hast du den zu Bruch gefahren? An einem Lichtmast. Aber vielleicht hätte ich lieber Bulle werden sollen. Ein Familienvater, ein dicker Vetter wie du. Nur wie du siehst, bin ich gar nicht so dick. Ich bin nur ein bisschen füllig. Antoine. Was ist? Was hast du denn? Ist schon eine verdammt strapazierte Nacht. Warum sagst du mir das? Da oben hat Belmont gerade Martineau fertig gemacht. Hä? Ja, ich wollte es dir nur sagen. Hören Sie mal, das ist aber nicht schön. Seid ihr nicht klargekommen? Er ist nicht klargekommen mit mir. Ganz zu schweigen von den Fußtritten. Ich kriege kaum noch Luft. Sollen wir einen Arzt kommen lassen? Nein, nein. Maitre Martineau ist alt genug, um selbst zu wissen, ob er einen Arzt braucht oder nicht. Ich müsste vor allem geröntgt werden. Ich habe mir sicher ein paar Rippen gebrochen. Nehmen Sie her, ich komme schon selbst zurecht. Herrgott, noch mal, könnt ihr mich nicht mal für einen Moment in Ruhe lassen? Was steht da denn hier rum? Ich habe doch gerade gesagt, dass ich kaum atmen kann. Scheiße! Er hat recht, also los, geht. Danke. Du auch, Belmont. Wieso ich auch? Findest du nicht, dass du schon genug Scheiße gebaut hast? Was ist denn? Habe ich die Pocken oder was? Nun sieh sich einer dieser Armleuchter an. Ist das nicht ein schöner Anblick? Der Schönste bist allerdings du. Wenn er nämlich zusammengebrochen wäre, dein Schwerverletzter da, hättest du jetzt ein unterschriebenes Geständnis und alles wäre in bester Ordnung. Ja, aber er ist nicht zusammengebrochen. Schade. Jetzt könnt ihr bloß noch hoffen, dass ich schuldig bin. Wenn ich die Mädchen umgebracht hätte, könnte man den Sadisten zusammenschlagen. Das wäre vielleicht zu verantworten. Aber wenn ich niemanden umgebracht habe, wechseln die Sadisten ins andere Lager. Na schön. Böse Zeiten, meine Herren. Also hören Sie, Martino, was wollen Sie? Sollen wir uns entschuldigen? Gut, ich werde dafür sorgen. Und ich missbillige ganz offiziell die Methoden von Belmont. Würde Sie das zufriedenstellen? Keineswegs. Wo hat er denn diese Anwaltsliste gelassen? Haben Sie die Absicht, Anklage zu erheben? Und ob Schläge und Verletzungen vor Zeugen? Was für Zeugen? Wegen einer kleinen Wunde an der Stirn? Ich glaube, Belmont ist mir fast noch lieber. Wie bitte? Ich sagte, Belmont ist mir noch lieber als Sie. Es gibt zwei Kategorien von Polizisten. Die Spontanen und die Verschlagenen. Und Sie gehören zu den Verschlagenen. Und dazu will ich Ihnen gleich mal was sagen. Ihre Geschichte mit dem Nebelhorn von vorhin, das war eine ganz besonders krumme Tour. Denn was soll das schon heißen? Das heißt, dass ich es nicht gehört habe, dass ich woanders war. Und das war ich auch. Ja, ich war woanders, aber nicht, wo Sie glauben. Ich war nicht in den Dünen von Saint-Clement. Nein, ich war in einer Nutte. Voilà. Ich war auf einer Nutte. Jawohl, ich war auf einer Nutte. Oh ja. Mein Gott, was wollen Sie? Ich verbringe mein Leben nicht nur auf Gängen. Ich gehe eben zu Nutten. Das Gegenteil von Chantal. Nutten sind Frauen, die einem vieles geben für verhältnismäßig wenig Geld. So ist das. Mitternacht. Prost Neujahr, Anton. Frohes neues Jahr, Adami. Ich nehme an, dass wir uns nicht umarmen. Warte, ich sag's ihm. Hast du was vergessen? Nein, aber Madame Martineau ist gerade gekommen. Sie möchte ihren Mann sprechen. Was sagen wir ihr? Was sollen wir ihr sagen, Martineau? Ich versuche, das für sie in Ordnung zu bringen. Hat man sie hier im Dunkeln stehen lassen? So. Ist doch besser so, hm? Mein Mann ist schon seit Stunden bei Ihnen, Herr Inspektor. Ja, ich weiß, Madame.
Und ich fürchte, er wird auch noch eine ganze Weile hier bleiben müssen. Haben Sie ihn verhaftet? Nein, es ist nur eine vorläufige Festnahme. Darf ich fragen, aus welchem Grund? Ich weiß nicht, ob ich verpflichtet bin, Ihnen zu antworten, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass Sie es nicht wissen. Ich habe normalerweise sehr viel Sinn für Humor, aber Ihren finde ich abstoßend. Ich bin durch die ganze Stadt gefahren, um meinen Mann zu sehen, und ich verlange... Nein, Sie können gar nichts verlangen, Madame. Ich bitte Sie zu entschuldigen. Normalerweise spreche ich nicht in dem Ton. Aber was kann mich daran hindern, meinen Mann zu sehen? Nichts. Nichts, Madame, abgesehen von einer ganz kleinen Sache. Er will Sie nicht sehen. Wollen Sie Ihre Jacke nicht ausziehen? Ja. Bitte sehr. Möchten Sie etwas Warmes trinken? Kaffee? Tee? Ich hätte gerne einen Tee, danke. Hallo Henri, kannst du mir einen Tee bringen lassen auf 60? Ja, Tee. Tee. Weißt du nicht, was Tee ist? Na also, danke. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht setzen wollen? Wissen Sie, das Licht, das habe ich vorhin ausgemacht. Danke. Sie sind gekommen, um mit mir zu sprechen, Madame Martineau. Also reden wir. Aber worüber? Von mir zum Beispiel. Sie wollen sagen, von Ihrer Ehe? Das ist nicht das Wort, das ich gebrauchen würde. Wegen der beiden Zimmer? Ah, davon hat er Ihnen erzählt. Und wovon noch? Von Venedig, dem Boulevard de Lattre, dem Flur. Verstehe. Ja, gewiss, nur für mich ist da etwas nicht ganz verständlich, weil aufgrund der Äußerung Ihres Mannes, das heißt nach allem, was ich glaube, verstanden zu haben, ich meine, wäre es da nicht besser gewesen, Sie, was weiß ich, Sie hätten sich getrennt oder sich scheiden lassen. Warum nicht? Sagen Sie, wie lange sind Sie schon hier, Monsieur Gallien? 6 Jahre. Nun, dann kennen Sie die Stadt ja gut genug. Dann werden Sie sicher verstehen, was es bedeutet, wenn ich Ihnen sage, dass ich bis zu meiner Heirat im Quartier Saint-Louis gewohnt habe. Oh, gute Adresse. Auf der Seite mit den ungeraden Nummern. Oh, das ist ja eine noch bessere. Ja, aber täuschen Sie sich nicht. Das bedeutet nicht, dass man vermögend ist. Geld, das ist der Boulevard de Lattre. Tja. Meine Eltern hatten oft nur eine Scheibe Schinken zu essen, aber sie hätten unter keinen Umständen woanders leben wollen. Aber das sind Dinge, die Ihnen fremd sind, nicht wahr? Ach, wissen Sie, meine Eltern haben 30 Jahre lang in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt in Paris im 20. Arrondissement. Sie sind nie umgezogen. Also was soll's. Ich möchte nicht, dass Sie mich für taktlos halten, aber Ihre Heirat, die kann man wohl nicht gerade als Jugendtorheit bezeichnen, Jugendtorheit, nein. Nach meinem Studium, Herr Inspektor, hatte ich die Wahl. Arbeiten, aber was schon. Mich verheiraten, aber mit wem? Oder mal mit diesem oder jenem ins Bett gehen. In unseren Familien, da findet sich immer ein Freund des Vaters, der einen mitnimmt nach Ibiza oder zum Wintersport. Ja, aber Sie waren doch volljährig. Oh, durchaus. Von meiner Mutter hatte ich das Talent zum Klavierspiel mitgekriegt und eine lächerliche Tugendhaftigkeit. Und dann ist also der Märchenprinz aufgetaucht, nicht wahr? Ach, wissen Sie, ich habe nichts weiter getan, als den Traum einer ganzen Generation gut erzogener junge Gänse zu verwirklichen. Und Jérôme Martineau zu heiraten. Doktor der Rechte, Erbe der Kanzlei Martineau. Alleinerbe? Und seine Schwester? Naja, er hat doch eine Schwester, nicht? Die Arme. Ich glaube, dass er nur ein paar Gewinnanteile und eine alte Bruchbude überlassen hat. In Saint-Clément? Er hat Ihnen offenbar eine ganze Menge erzählt. Aber nicht alles. Ich fürchte sogar, dass er das Interessanteste ausgelassen hat. Er ist gemein, Martineau, sobald er aufhört, Maître Martineau zu sein. Gemein. Ist er wirklich eine solche Belastung, der arme Jérôme, am Ende seines Ganges? Tja, meine Liebe, trotz des Verlangens, das offenbar in Ihnen schlummert, dass man Ihnen einen Kopf kürzer macht, in den Augen des Gesetzes ist Ihr Mann immer noch unschuldig. Ich bitte Sie, spielen wir doch nicht mit Worten. Das ist schade, da gibt es nämlich ein paar Amüsante.
Sehen Sie zum Beispiel eheliche Pflicht. Martineau gebraucht das sehr oft. Und seiner Meinung nach haben Sie die nie mehr mit so viel Lust und Laune erfüllt wie vor der Ehe. Diese Pflicht. Stimmt's? Stimmt. Vielleicht, weil es damals noch keine Pflicht war. Eine Investition? Wieso werden Sie jetzt vulgär? Entschuldigen Sie. Das stört Sie doch nicht. Wenn ich selbst nicht rauche, doch. Um auf die Erklärungen Ihres Mannes zurückzukommen. Demnach soll Ihre Ehe schon während der Hochzeitsreise in die Brüche gegangen sein. Das sind seine Worte, in die Brüche gegangen. Und unmittelbar nach der Rückkehr aus Venedig hat er seine Sachen am Ende des Ganges vorgefunden. Ist das wahr? Falsch. Also, seit wann haben Sie getrennte Schlafzimmer? Seit einem Weihnachtsabend vor 10 Jahren. Wie Sie sehen, es ist fast so was wie ein Jahrestag. Heute hat er Angst. Er gehört nämlich zu der Art von Männern, die immer hoffen, dass die Dinge sich einrenken, vorausgesetzt, dass man nicht darüber spricht. Was hat sie Ihnen denn alles erzählt an schmutzigen Geschichten? Sie hätten nur zu kommen brauchen. Sie hätten jedes Wort, das sie gesagt hat, hören können, aber sie haben es abgelehnt. Sie sollten wenigstens wissen, was sie wollen, mein Lieber. Und sie wissen, was sie wollen. Ja. Und ich weiß nicht nur, was ich will, ich weiß sogar, was Sie nicht wollen. Gut. Um uns wieder etwas einzustimmen, kommen wir nochmal auf den Abend des Dritten zurück. Das ist der Abend Valera, nicht? Nein, das ist der Abend Le Bailly. Das ist nicht der, der mir lieber ist. Ich meine, da ist doch alles gesagt worden. Ah, nein. Nein, deswegen habe ich Sie gefragt, ob Sie gerne im Schmutz baden. Die kleine Geneviève, die haben Sie doch in einem Graben gefunden. Was war an diesem Abend für ein Wetter? Ah, jetzt sind wir beim Wetterbericht. Tagsüber hat es, glaube ich, ein Riesenunwetter gegeben. Erinnern Sie sich? Der muss doch ekelerregend gewesen sein, dieser Graben. Ich verstehe das einfach nicht. Sie können auf dem ganzen Gemeindeterrain herumspazieren und landen ausgerechnet da drin. Na, ist doch klar. Ich hatte die Leiche entdeckt. Ah. Wie haben Sie es angestellt, um sie zu entdecken, Martineau? Sind Sie auf Stelzen gegangen? Nein, an dem Tag nicht. Aber man kann doch überhaupt nichts sehen hinter dem Gemeindeterrain. Absolut nichts. Lauter Sträucher und Brennnesseln, so hoch. Tut mir furchtbar leid, aber da kann ich Ihnen nicht folgen. Wie bitte? Ich kann einfach Ihrer Argumentation nicht folgen. Das ist alles. Es tut mir leid. Oh doch. Sie können mir sehr gut folgen. Also, das Gemeindegelände, die Brennnesseln, der Graben mit der Leiche... Und der kleine Wald. Wie kommt es eigentlich, dass Sie mir nie etwas erzählt haben von dem kleinen Wald? Und Sie? Warum wollen Sie mir nicht erzählen, was meine Frau gesagt hat? Es klebte welkes Laub an den Schuhsohlen der kleinen Le Bailly. Und welkes Laub fällt von Bäumen. Auf dem Gemeindeterrain von Jobourg steht ein einziger Baum und der ist abgestorben. Folglich kam das Mädchen aus dem kleinen Wald. Und Sie? Was, ich? Sind Sie aus Jobourg oder dem kleinen Wald gekommen? Weiß ich nicht mehr. Sie müssen sich aber endlich mal entschließen, irgendwas zu wissen, Martineau. Welches Laub, der kleine Wald, Jobourg. Das wird ja richtig surrealistisch. Oh, da gibt es noch was, das noch viel surrealistischer ist als das. Maître Martineau, der mit angelegten Ellenbogen nach Hause rennt. Pardon? Sie sind im Laufschritt nach Hause gekommen. Warum? Na, weil ich die Leiche gefunden hatte. Und warum sind Sie nach Hause gelaufen? Na, um zu telefonieren. Es gibt 2 Telefonzellen auf dem Gemeindegelände. Ich frage Sie, warum sind Sie nach Hause gelaufen? Tja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich unter Schockeinwirkung stand. Voilà. Mhm. Ihre Frau, hat sie nach Hause kommen hören? Ich weiß nicht, ob sie mich hat kommen hören oder nicht hat kommen hören. Ist ja völlig egal, ich interessiere die Dame nicht. Sie kommen nach Hause, das Telefon ist unten und Sie gehen in den ersten Stock. Warum? Ich bin ins Badezimmer gegangen. Um zu telefonieren? Mir war schlecht, ich musste kotzen, ich hatte Dünnschiss. Ist Ihnen das recht, ja? Ja, wegen des Schocks. Ja, ganz recht, wegen des Schocks. Ja, so ist es, wahrscheinlich wegen des Schocks. Sagen Sie, Martineau, wie viele Regenmäntel haben Sie eigentlich? So einen wie den, wie viel? 2. 2! Gleiche? Identische? Gleich schon, aber nicht identisch. Bei Regenmänteln gibt es eigentlich nur 2 Modelle. Mit Gürtel und ohne Gürtel. Ich mag lieber die mit Gürtel. Stehen mir besser. Was ist los mit Ihnen? Ist Ihnen nicht gut? Doch, es geht schon, mein Lieber. Keine Sorge.
Es geht mir sehr gut. Machen Sie ruhig weiter. Sie sind ganz blass. Nein, nein, es geht schon, Gaillon. Auf jeden Fall, taufrisch sind Sie auch nicht gerade mehr, ne? Also machen Sie, hören Sie auf, um den heißen Brei herumzureden. Sie waren beim Abend des Dritten. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie wissen? Jetzt mal klar und präzise. Na, was Sie in dem kleinen Wald gemacht haben. Was Sie in dem kleinen Wald gemacht haben, was Sie in Saint-Clement gemacht haben, voilà. In Saint-Clement, ich hatte ja schon die Ehre, es Ihnen zu sagen, war ich bei einer Nutte. Schön, also bitte den Namen des Mädchens, Martineau, den Namen des Hotels, die Adresse. War nichts mit Hotel, war nichts mit Hotel. Es war eine Nutte, die ihre Kunden gleich im Auto bedient. Eine Autonutte sozusagen. Bejammernswert. Was meinen Sie? Ihr Argument, bejammernswert. Das ist kein Argument, das ist ein Alibi. Ah ja? Ein jämmerliches Alibi. Moment, wie spät ist es? Um 2 Uhr morgens wollen Sie mir gestehen, dass Sie zu Nutten gehen. Mann, seit Sie hier sind, haben Sie nicht aufgehört zu lügen. Ihre kranke Schwester, die Sie kaum mehr sehen. Eine Stunde in einem Bistro, wo Sie übrigens niemand wiedererkannt hat. Ein Spaziergang zum Leuchtturm und dann wieder kein Spaziergang zum Leuchtturm. Und zu guter Letzt eine anonyme Nutte. Sagen Sie, Martineau, wann werden Sie mir mal etwas sagen, das ich glauben kann? Sie hat Ihnen von Camille erzählt, was? Sagen Sie es. Sagen Sie, dass sie gekommen ist, um davon mit Ihnen zu reden. Ein Motiv für die Vergewaltigung von Kindern. Sie ist gekommen, um von Camille zu sprechen. Und jetzt ist für Sie alles in Butter. Alles ist klar. Ja, Sie haben wirklich Glück. Ich bin der böse, böse Wolf. Der Onkel mit der Hasenschachtel. Es ist natürlich viel einfacher, so etwas zu sagen, als eine Liebesgeschichte zu erzählen. Was ist denn los mit Ihnen, Martino? Was ist in Sie gefahren? Wieso erzählen Sie uns hier von bösen Wolf und von Hasenscharten? Ich wollte doch bloß über Ihren Regenmantel mit Ihnen reden. Ja, Sie haben recht. Reden wir lieber von Regenmänteln. Das ist viel wichtiger. Aber ja. Zum Glück haben Sie 2 Regenmäntel. Was haben Sie mit dem anderen getan? Dem anderen? Ja, den Sie auf dem Gemeindeterrain anhatten. Ach, den habe ich zur Polizei gebracht. Ah, nein. Nein, Martino. Der, den Sie der Polizei gebracht haben, war völlig einwandfrei. Keine Schmutzspuren, keine Dornen, nichts. Absolut sauber. Na und? Na und? Sie lügen immer weiter, Martino. Sie haben nicht gekotzt, als Sie nach Hause gekommen sind. Sie haben sich umgezogen. Ach so. Und warum? Weil Sie Blutflecken an Ihrem Regenmantel hatten. Na klar, ich wollte wissen, wer sie ist. Deshalb habe ich sie angefasst. Aber Martino, ich sag's Ihnen nochmal. Der Mantel, den Sie bei der Polizei abgegeben haben, war völlig einwandfrei. Und warum? Weil der, den Sie in Jobur anhatten, der andere, dieser da ist. Dafür haben Sie keinen Beweis. Doch. Der Zettel der Reinigung, aus der Ihre Frau ihn selbst abgeholt hat. Mord am Donnerstag. Reinigung am nächsten Tag. Ein makelloser Mörder. In ganz sauberen Sachen. Oh nein, so war das nicht. Es war ganz einfach so, dass... Das was, Martino? Nein, ich hätte nicht geglaubt. Ich hätte nicht geglaubt, dass... Ich habe nicht gedacht, dass sie so weit gehen könnte. Ja, Ihre Frau liebt Sie, weiß Gott, nicht sehr, mein Freund. Nein, nein, wirklich nicht. Nicht besonders. Ich muss sagen, so betrachtet wird das Ganze beinahe komisch. Haben Sie die Ballera ermordet? Ja. Und die Levaillie? Ja. Beide? Ja, ja, beide. Beide. Ja. Ermordet und vergewaltigt. Ich weiß. Sind Sie bereit, eine Aussage zu machen? Was bleibt mir anderes übrig? Ah, Antoine. Bravo, mein Lieber. Ihre Hartnäckigkeit hat Früchte getragen, wie ich höre. Sagen Sie mal... Ja? Was war denn da mit Belmont? Man hat mir gesagt, dass... Oh nein, nichts. Nicht der Rede wert. Das habe ich mir auch gesagt. Entschuldigen Sie, Madame, aber Sie werden sich noch 5 Minuten gedulden müssen. Der Wagen muss erst entladen werden. Das macht mir nichts aus. Ich habe Zeit. Danke, Madame. Wem gehört denn dieser Wagen? Einem gewissen Jablin. Er hat uns den ganzen Abend gelöchert, weil man ihm seinen Schlitten geklaut hat. Und wo ist dieser Jablin? Habt ihr ihn laufen lassen? Nein, nein. Er ist angerufen worden. Er steht sich im Kommissariat die Beine in den Bauch. Und was ist mit Martino? Was heißt Martino? Maître Martino. Nun, das ist Sache von Monsieur Gallien. Maître Martino.
Dann habe ich die Leiche transportiert. Nein, besser gesagt, ich habe die Leiche geschleppt. Ich glaube, dass Inspektor Gallion das Wort geschleppt lieber ist. Dann habe ich die Leiche von dem kleinen Wald bis zu dem Graben geschleppt. Was Sie den kleinen Wald nennen, ist das der Wald von Jobur? Ich brauche einen Namen, Monsieur Martineau. Ja, richtig. Schreiben Sie der kleine Wald. Der kleine Wald von Jobur. Aber eine Frage... Eine Frage möchte ich Ihnen trotzdem gern noch stellen. Eine einzige. Wenn es unumgänglich gewesen wäre, absolut unumgänglich, hätten Sie dann Camille vor Gericht zitieren lassen? Welche Camille? Musik